Wer träumt nicht davon, das Gefühl grenzenloser Freiheit zu erleben? In unserer unverwechselbaren, faszinierenden und abwechslungsreichen Hügellandschaft in unverfälschter Natur gibt es nahezu unbegrenzte Reitmöglichkeiten. Das ist Reiten zwischen Main und Donau. Nur um unser großes Reitgebiet einmal zu umrunden, braucht ein Wanderreiter über 40 Tage. Etwa 100 geprüfte Reitstationen bieten ihm und seinem Pferd Gastfreundschaft mit Unterkunft und Verpflegung, sodass er sich getrost seinem Ritt und seinem Pferd widmen kann. Seine Reitwege kann er sich selbst aussuchen, denn das Reitrecht in Bayern ist das großzügigste im ganzen Bundesgebiet. Er kann sich auch einem Tourenplaner oder Tourenführer anvertrauen und oder sich von ihm unterstützen oder beraten lassen. Oder aber er reitet gleich nach einer unserer vielgestaltigen, fertig ausgearbeiteten Touren mit den dazugehörenden topografischen Karten. Wem das alles zu aufwendig ist, nimmt eines unserer zahlreichen Komplettangebote, bei denen Reittouren in verschiedenen Längen bereits mit Tourenplan, eventuell GPS, Übernachtungen und Verpflegung zum festen Preis angeboten werden. So beginnt ein sorgenfreier Reiturlaub bereits mit der Anreise zu uns. Nun braucht der Reiter nur noch aussuchen, wo er in unserer reizvollen Mittelgebirgslandschaft reiten und welche Landschaft er genießen will. Ob in unseren Weingegenden an Main oder an der Tauber, im Naturpark Steigerwald oder an den Hängen des Naturparks Frankenhöhe oder lieber an der romantischen Straße mit den bekannten mittelalterlichen Städten Rodenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl und Nördlingen. Besonders erlebenswert sind auch unsere Wacholderheiden und Trockenrasenflächen im Naturpark Altmühltal und am Rande des Rieskessels, der durch einen gewaltigen Meteoriteneinschlag entstanden ist. Auch im südlichen Bereich unserer reizvollen Hügellandschaft besticht diese besonders markante Natur. Natürlich sind all diese vielfältigen Gegenden auch geprägt von ihrer ganz speziellen Geschichte und Kultur, was Ausdruck findet in zahlreichen sehenswerten Schlössern, Burgen, berühmten Kirchen und Museen. Für Wanderreiter gibt es noch einen ganz speziellen Service. So machen die Reitstationen auch Gepäcktransfer oder Pferdetransport. Wer länger oder öfter bei uns Wanderritte unternimmt, erhält einen Treuepass, der besondere Vorteile verschafft. Wer keinen Wanderritt, sondern lieber an einem Standort bleiben und Urlaub mit seinem Pferd, auch mit seiner Familie machen will, trifft auf unseren Reitstationen in den 8 verschiedenen Urlaubsregionen beste, abwechslungsreiche Voraussetzungen. Bei Reiten zwischen Main und Donau können auch Ausbildungskurse zum Wanderreiten, zur Dressur und zum Springen besucht werden. Auch gibt es Kutschfahrten, Kutschfahrerausbildung und heilpädagogisches Reiten. Einen besonderen Zuspruch erhalten unsere Stationen mit dem Schwerpunkt Reiterferien für Kinder. Ja, und wie kommt man zum Reiten zwischen Main und Donau? Ganz einfach. Wir sind durch ein gut ausgebautes Autobahnnetz aus allen Richtungen sehr leicht und schnell zu erreichen. Wir freuen uns auf Sie.